Moin moin Leute und ein herzlich willkommen auf dem Kanal von mir, ne? Heute geht's mal wieder an Gabri. Also was heißt, es geht da dran. Heute geht es natürlich nicht daran. Ich wollte euch das Fahrzeug einfach mal in voller Pracht auf meiner mobilen Einsäulen Hebebühne zeigen. Ja, und ist auch noch Platz, also ich würde das Auto noch ein bisschen höher bekommen. Aber es reicht auf jeden Fall so. Jetzt habe ich mir noch so einen Rollhocker geholt, habe hier mal kurz durchgefegt. Ja, von unten, also ich habe mir schon echt angeguckt, ich habe kein Rost oder irgendwie sowas. Klar, die Auspuffanlage ist leicht rostig und sowas, aber der Rest sieht so top aus von unten. Hätte ich jetzt so krass nicht erwartet. Ich weiß nicht, wo genau die Problemstellen jetzt beim Capri sind, aber wahrscheinlich sind die überall. Ich habe hier auch in alle Holme mal richtig ordentlich Hohlraumversiegelung reingejuckst. Ja, also sieht echt alles so top aus. Bin da so zufrieden. Hier hinten am Endschalldämpfer würde ich jetzt mal sagen, der nicht vorhanden. Ja, moin. Habe ich das mal alles eingewickelt in so Hitzeschutzband. Weil die Spritleitung geht mir doch sehr nah am Auspuff vorbei. Das ist wahrscheinlich nur vorbeugend. Aber lieber so, als wenn die Karre am Abfackeln ist. Ne? So. Auspuffgummis müsste ich auf jeden Fall mal hier eins neu machen. Das ist mir abgerissen. Ich mache die am besten alle mal neu, weil die sind wahrscheinlich uralt. Das Heckdifferential. Ja, das ist ein bisschen ölfeucht. Aber gut, okay. Ich denke mal, über nächsten Winter werde ich die Achse eh hinten mal rausnehmen und neu pulvern lassen oder irgendwie sowas, weil keine Ahnung, wer sich hier verewigt hatte mit einem blauen Diffdeckel. Also das gefällt mir nicht ganz so, aber echt von unten drunter. Hier habe ich selber mal ein bisschen drauf gemacht, weil da war ein bisschen blankes Blech, da war aber nichts durch oder irgendwie rostig. Oh. Sieht echt top aus von unten. Klar, ein bisschen dreckig, ein bisschen. Aber der stand ja auch ewig lange. Also da kann man nichts erwarten. Getriebeheber habe ich mir auch noch gegönnt. Wenn schon, denn schon, ne? Ach, was mir gerade noch eingefallen ist. Ich hatte mal an einem Capri gesehen, da, die hatten quasi hier vom Querlenker oder irgendwie sowas eine Abstützung. Ja. Wisst ihr irgendwie was darüber oder so? Weil der hat das jetzt nicht. Aber ich hatte irgendwie auch im Internet gesehen, dass man das irgendwie nachkaufen kann und dass das dann angeschweißt wird. Aber ja, könnt ihr mal eure Erfahrungen mit mir teilen, ne? So, was mache ich jetzt noch? Ich lasse jetzt erstmal das gute Stück runter. Und dann zeige ich euch das. Jetzt mache ich eigentlich nur eine Kleinigkeit. Hier vom Luftsammler, was hier weggeht zur Kugelfischer-Einspritzanlage. Die Anschlussstücke hier, die Schläuche, die sehen mir schon ein bisschen alt aus, sind auch schon gut porös. Und hier unten auch. Da habe ich mir einfach nur ein Stück Schlauch besorgt mit dem richtigen Maß. Werde das jetzt abmachen, einen neuen Schlauch hier drauf machen. Und dann werde ich das wieder zusammenbauen. Das habe ich dann auch erledigt. Hier ein neues Stück Schlauch drauf. Hier unten natürlich auch. Alles wieder festgemacht. Top. Jetzt kommt noch der Schnorchel wieder dran. Ja, dann bin ich fast quasi soweit, dass ich endlich mal eine Runde damit drehen kann. Ja, neue Pellen habe ich noch im Auto liegen. Die kommen noch neu drauf. Deswegen hatte ich die Räder alle schon mal abgemacht. Bremse muss ich halt nochmal entlüften, gucken, ob dann der Hauptbremszylinder dicht ist. Aber ich denke mal, dass der dicht sein wird. Und dann warten wir noch auf das schöne Wetter. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.